Ja, ich habe es ja schon oft gesagt hier im Kanal. Ich bin ein Riesenfan der MX Keys Tastatur von Logitech. Ich verwende die nonstop und ich mag sie außerordentlich. Ich habe eigentlich nur zwei Sachen dran zu nörgeln. Erstens, ich würde mir wünschen, sie wäre noch ein bisschen hochwertiger und ja, sie hätte den Fingerabdrucksensor, damit sie noch besser mit den Macs harmoniert. Ansonsten ist sie perfekt. Druckpunkt ist großartig. Wie gesagt, der Fingerabdrucksensor hätte ich gerne und das Ganze noch ein bisschen hochwertiger. Das wären meine großen Wünsche an Logitech. Aber auf mich hören Sie ja nicht. Offensichtlich. Aber Sie haben was anderes gemacht und vorbeigeschickt. Ich glaube, es ist eine Art, wie heißt es? Signature Slim. Als Sie Signature gesagt haben, habe ich schon gedacht, ich kriege jetzt meine super Premium-Tastatur. Ich glaube, das ist wieder nicht. Aber wir schauen mal, was es trotzdem ist. Ich bin jetzt nämlich auch gespannt. So. Hat es sich wieder zugeklebt? Nein. Ah, da hat es noch einen Kleber. Da kann ich natürlich lange turnen. Ultraschlankes Design und Komfort. Ja. Oh, da muss man immer höllisch aufpassen bei Logitech-Verpackungen. Da ist der Dongle, den man bloß nicht verlieren sollte. Weil ja, sie funktionieren auch mit Bluetooth, wie hier steht, aber diese Dongles sind leider immer noch das zuverlässigste und dooferweise immer noch mit USB-Alt. Und auch kein Adapter dabei. Ja, da sieht man, dass Logitech immer noch sehr in der PC-Welt von einst verhaftet ist. Aber jetzt müssen wir nicht lästern, jetzt müssen wir gucken. Vielleicht habe ich mich ja geirrt und sie ist unglaublich schön. So. Da haben wir sie. Nein, natürlich ein Plastikbomber, oben sogar sehr glänzig. Leicht klebrig, wenn man drüber fährt. Nicht so toll. Aber auch sonst sieht sie sehr schlicht und elegant aus. Und da hinten kann man noch auf, runterklappen. Was mich halt nervt, ist, dass da wieder Batterien drin sind. Sagen die Leute dann, die halten ja lang genug, man muss sie da ganz selten wechseln und die gehen dann auch nicht kaputt und man muss die ganze Tastatur wegschmeißen, weil der Akku drin kaputt ist. Ich habe meine Logitech-Tastaturen schon so lange und mir ist noch nie ein Akku darin kaputt gegangen oder dass ich eine Logitech-Tastatur deswegen hätte wegschmeißen müssen. Meine geliebte Büromaus, die ich in Zürich habe, die inzwischen, ich glaube, fast 15 Jahre alt ist, also sicher über 10 Jahre, die hat auch einen Akku drin und der ist immer noch gut genug, also das wirkliche. Ich glaube, das ist einfach eine Sparübung mit diesen Batterien. Mich nervt das immer ein bisschen, wenn da Batterien noch in Produkten drin sind. Aber mal schauen, wie das Schreibgefühl ist. Sehr gut, schnell vergleichen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich die ausmache. Ich finde die schöner, noch ein bisschen dezenter, weil sie auch schwerer ist, würde ich sagen. Ja, zwar. Aber das gehe ich jetzt alles im Alltag ausprobieren, dann melde ich mich wieder mit Erfahrungen. Aber ansonsten ist es wirklich ja die bekannten Funktionstasten, wo man zwischen Geräten wechseln kann, sind da. Weiß nicht, ob sie Hintergrundbeleuchtung hat. Das finden wir auch noch raus. Das fragen immer viele Leute. Mir ist das mit der Hintergrundbeleuchtung nicht so wichtig, weil ich eh nicht auf die Tastatur gucke. Aber das finden wir jetzt alles raus und ich melde mich gleich wieder mit Alltagserfahrungen. Oh, du meine Güte, da hinten werden Bäume gefällt. Na, jetzt wird es richtig laut. Zum Glück sind wir fertig mit Teil 1 des Videos, also bis gerade in Teil 2. Ja, und da bin ich schon wieder mit Teil 2 dieses Videos. Ja, ich musste die letzten Tage höllisch aufpassen, dass ich die Tastatur nicht rumgezeigt habe, weil ich sie halt wirklich als Haupttastatur verwendet habe, als Alternative zur MX Keys, die ich sonst verwende. Nun, was ist mir in den Tagen damit aufgefallen? Ich finde das Schreibgefühl darauf auch sehr gut. Ich finde es auf der MX Keys noch ein bisschen besser. Ich habe das Gefühl, die ist noch ein bisschen, na wie soll ich das jetzt sagen, so ein bisschen, sie wirkt ein bisschen leichter und ein bisschen klappriger, aber nur minimal. Also das ist wirklich Kritik von jemandem, halt, der halt ja, täglich ewig auf der hier tippt. Man merkt es ein bisschen, wenn man mit der Hand drüber fährt. Im Vergleich.
die ist ein bisschen dezent, aber wirklich nur eine Note. Ich glaube, es liegt in erster Linie daran, dass wenn man sie umdreht, die hier halt ganz souverän auf dem Tisch liegt und die hier halt ein bisschen weniger Auflage hat, darum merkt man es. Und wenn man die Dinger hier ausklappt, dann ist sie halt automatisch noch ein bisschen höher, was angenehm ist zu schreiben. Weil die hier hat ja keine Ausklappfüßchen oder sowas. Die hat einfach diesen Winkel und das war's dann. Und hier hat man ja diese zwei Winkel, die man wählen kann. Aber das macht natürlich dann, gibt einen Hohlraum unter dem Ding, was man halt hört. Und das ist mir im Alltag aufgefallen. Dann, lustigerweise, ich habe jetzt Teil 1 des Videos auch nochmal geguckt. Der erste Eindruck, das ist mir wirklich hängen geblieben. Ich habe nicht gemerkt, dass ich das damals schon bemerkt habe, aber im Alltag merkt man es wirklich. Diese Leiste hier oben ist ein bisschen schwierig zu reproduzieren hier im Studiolicht. Die hat so leichte Glitzereffekte drin, so eine leichte Textur hat es drauf. Und hin und wieder, wenn das Licht blöde auf die Tastatur fällt, irritiert mich das schrecklich, weil ich dann leuchtet mich die Tastatur und dann gucke ich doch drauf. Ich habe ihr gesagt, ich gucke nicht drauf, darum stört mich auch nicht, dass die keine Hintergrundbeleuchtung hat. Hat sie nämlich nicht. Aber da diese Glitzerzierleiste da oben, ich weiß ja nicht, ob die so eine geniale Idee war, aber sie sieht sehr, sehr schön aus. Aber mich hat sie immer mal wieder abgelenkt, wenn es da ein bisschen Reflexion drauf gegeben hat. Aber ansonsten, nein, gibt es nichts dran auszusetzen. Wirklich fast so gut wie meine Lieblingstastatur. Aber jetzt kommen wir natürlich zum entscheidenden Punkt. Warum gibt es die denn überhaupt? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Weil preislich, das muss man dann, das ist momentan immer ein bisschen schwierig. Gerade wenn Logitech-Produkte neu sind, sind sie tendenziell ein bisschen teuer und danach fallen die Preise dann. Da muss man in einem Monat, in zwei Monaten mal gucken, wie viel sie dann kostet, weil momentan gibt es die zum Teil sehr, sehr stark rabattiert und da sind sie dann näher zusammen, als man vielleicht erwarten würde. Und dann würde ich immer zur MX greifen. Ja, weil die hat Hintergrundbeleuchtung und ich mag sie noch ein bisschen lieber, weil sie noch ein bisschen schöner ist und wie gesagt ein bisschen weniger dieses Geräusch produziert, aber natürlich minimal. Was ich mich gefragt habe, ist, ob die Tatsache, dass sie jetzt eine günstigere MX haben, ob das den Weg ebnet für das, was ich eigentlich haben möchte, eine wirkliche Super-Premium-MX. Weil, jetzt schreiben die Leute wieder, wer will schon so viel Geld für eine Tastatur ausgeben? Tastaturen kriegt man für 20 Euro. Ja, aber wenn die Tastatur ist eines meiner Hauptarbeitsgeräte, da möchte man gerne auch was, oder mindestens ich hätte da auch, ich bin da gerne bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben, wenn ich etwas ein bisschen Schöneres haben kann. Bei Bürostühlen, bei Fotokameras. Klar, es gibt immer günstige, pragmatische Geräte und dann gibt es halt Geräte, die schön sind und Freude machen. Ich würde mir wünschen, dass Logitech in die Richtung noch ein bisschen gehen würde. Und vielleicht ermöglicht es ja Logitech, wenn sie die hier haben, die großartig ist für Büros und für Leute, die nicht in der Nacht arbeiten. Wie gesagt, eben weil keine Hintergrundbeleuchtung. Vielleicht ermöglicht es das ja, dass Logitech dann noch ein teureres oder ein mehr Premium MX-Modell auf den Markt bringt. Vielleicht ist das so der erste Schritt, dass die Leute dann nicht sagen, ja nein, jetzt ist kostet die MX plötzlich doppelt so viel, was mache ich denn nun? Dann können sie sagen, ja guck, aber wir haben hier die Signature. Wobei der Name Signature ja eigentlich eher auf Hochpremium deuten würde. Naja, also, insgesamt eine sehr, sehr solide Logitech-Tastatur, wo man aber wirklich momentan halt nicht wahnsinnig viel dazu sagen kann, weil das Entscheidende ist, zu welchem Preis sie sich danach im Alltag und im Markt einfügt. Da muss man dann mal drauf gucken, wo sie da ungefähr landet. Wie gesagt, momentan, ich habe sie, glaube ich, nicht so für 80 Euro rum, habe ich sie schon gesehen bei Amazon. Aber da muss man wirklich warten. Also da darf man jetzt nicht ganz sofort, darum mag ich es nicht, in Video über Preise zu sprechen, weil meistens sind die Startpreise, gerade bei Sony-Produkten, ja, sind die Startpreise immer sehr, sehr hoch. Und dann so im Verlauf der Monate und Jahre sieht man dann, wo sie wirklich liegen. Und dann kann man den Preis eigentlich wirklich einschätzen. Wenn man einfach den offiziellen Verkaufspreis, der da am Anfang angekündigt wurde, diskutiert, neigt man dazu, die Produkte ein bisschen falsch einzuschätzen. Und ganz viele Leute schauen diese Videos auch nicht sofort, sondern erst, wenn sie das Produkt wirklich interessiert. Und darum kann es gut sein, dass jemand dieses Video jetzt in einem Jahr schaut und die Preise ganz andere sind, als sie damals im März 2024 waren. Darum mag ich da jeweils nicht zu viel drüber sprechen. Jetzt habe ich doch sehr viel drüber gesprochen, warum, vor allem darüber, warum ich nicht gerne über Preise spreche. Aber ja, über die Batterie haben wir gar nicht gesprochen, aber das merkt man halt nicht. Die hält halt jetzt ewig Verbindung mit dem... Das hat mich noch jemand gefragt, das muss ich vielleicht noch schnell erwähnen. Stimmt, guter Punkt. Verbinden mit dem Bolt-Dings.
Da braucht man nicht für jedes Logitech-Gerät einen eigenen Bolt-Empfänger. Nein, ich habe die Tastatur, die MX Keys, meine sehr, sehr angenehme Ergo-Tastatur von Logitech, die ich halt auch immer noch sehr mag, habe ich damit verbunden und die Maus auch. Also da kann man problemlos mehrere Geräte damit verbinden. Braucht man nicht für jedes Gerät eines. Also es blockiert nur einen Slot, aber hat einen USB-Alt-Slot. Aber mit Dongles und so geht's ja. Also, so, jetzt reicht's. Jetzt haben wir viel länger drüber gesprochen, als ich dachte. Eigentlich dachte ich, es ist ein langweiliger Test, wo man gar nicht viel sagen kann. Aber siehe da, hat mich noch nie aufgehalten. Falls ihr noch Fragen habt zur Signature-Tastatur von Logitech, immer her damit. Ich beantworte die sehr, sehr gerne. Falls ihr Fragen habt zur MX-Tastatur, auch her damit. Die kenne ich wirklich in- und auswendig. Also auch immer her damit. Was das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, Raphael hat sehr lange gesprochen, das ist ein langweiliges Produkt, Daumen nach unten. Ja, wie gesagt, das hat mich noch nie aufgehalten. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, wo Raphael sehr, sehr lange über Produkte spricht, die man eigentlich in einem Satz hätte erklären können, unbedingt Abo abschließen und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.